Ja, hallo und herzlich willkommen zurück. Und auweia, ey, alter Schwede. Ich habe jetzt angefangen, Stranger Things zu sehen. Eine ziemlich coole Serie auf Netflix. Spielt zu den 80er Jahren, auch von der Musik her und allem, von so da angesiedelt, Klamotten, alles. Also sieht echt cool aus, hört sich auch cool an, so. Weil halt auch viel Musik gespielt wird. Also zumindest läuft irgendwie sowas, was man halt so kennt aus der Zeit. Also von der Atmosphäre her schon echt sehr geil gemacht. Und ja, wie kann man das am besten beschreiben? Ich weiß ja nicht, also ich habe relativ viel Stephen King gelesen. Und den Vergleich habe ich auch schon gehört. Und ich kann das auch nur bestätigen. Es könnte eine Stephen King-Verfilmung sein, rein theoretisch. Das ist extrem gut allerdings. Also, das ist nicht von Stephen King, ne? Also davon abgesehen, aber so vom Ambiente her und allem und so, so richtig, richtig geil. Bisschen horrormäßig. Also es gab so ein paar Momente, wo ich dann so kurz zuckte, weil man damit nicht, einfach nicht gerechnet hat. Das war dann so nach dem Motto so, oh mein Gott, was ist das jetzt? Scheiße, verdammt. Und echt mega krass. Also sehr spannend auch gemacht, das Ganze. Und man fiebert dann mit. Ich bin mir sicher, jeder, der hier und gefällt mir sehr, sehr gut. Seit langem war wieder eine vernünftige Serie. Es gibt ja viele andere, momentan diese ganzen Marvel- und DC-Serien und sonst was gesehen, aber ich war jünger, ein neuer Rekrut des Widerstands. Für mich eigentlich meistens nur so ein, also nach dem Motto, wir schlachten jetzt nochmal das Comic noch ein bisschen weiter aus und holen raus, was wir rausholen können und naja. Deshalb werden ja momentan alle Traditionscomics von Marvel neu aufgelegt mit neuen Helden und der Wiedergeburt von irgendwelchen, ja, wie zum Beispiel Iron Man ist jetzt eine farbige jugendliche Dame. Ja, das ist, sie ist der neue Iron Man. So, mega Bullshit. Hallo, WTF, was ist da los? Geht gar nicht. Und das ist ja bei vielen, vielen anderen jetzt auch der Fall. Und ich kann es nicht verstehen. Ich habe keine Ahnung, was das soll. Es nervt halt einfach nur, ne? Also ich persönlich finde das einfach nur total ätzend. Ich hoffe, dass man das bald lässt. Denn so werden wir keine Freunde. Nein, definitiv nicht, ne. So, ich werde mir jetzt hier mal den Stützpunkt holen, den einen. Da ich jetzt Bock drauf. Dass es noch Menschen gibt, die Musik auf der Straße machen. Ja, Mann, Musik, ey, voll geil. Ich kletter hier rauf. Ah, ich muss jetzt hier hin. So. Sehe ich hier schon irgendwen? So, mal gucken, ob wir einen finden. Wir haben jetzt den Vorteil, dass momentan schon hier alles in hellster Aufruhr ist. Ah, fuck. Boah. Der Typ ist fett gepanzert. Das ist echt übel. Den kannst du eigentlich nur, ich sag mal, easy peasy erledigen, indem du hinter ihn kommst. Ja, oder seinen Rucksack triffst. Das ist echt krass. Also den Rucksack kriegst du mit ein paar Treffern platt. Leck mich. Kleiner Asiate. Leck mich. Kann mich mal viel Stress schieben. So, aber wir nehmen jetzt diesen Stützpunkt ein. Einfach mal ein bisschen unsere Präsenz hier zu verstärken und deren Einfluss und deren Macht zu reduzieren. Ich mag es eh nicht so. So, ist da irgendwas? Hier unten haben wir auf jeden Fall was. Das können wir in die Luft jagen. Das finde ich gut. Aber irgendwie Frosch im Hals gerade. Das ist echt nervig. So, ist alles hin. Sehr schön. Strafrechtlich verfolgt gleich. Das ist echt geil, ne? Wie es hier abgeht. Wie einfach mal mega Terror schieben, die ganzen Idioten. Irgendwelche Typen hier noch? Ne. So, das finde ich gut. Brauche ich mir nicht so Gedanken machen. Okay, das sollten wir vielleicht nicht machen. Ich weiß gar nicht. Kann ich das hier schon aktivieren? Achso.
Ah, jetzt hier. Ja, den können wir gleich einnehmen. Sehr schön. Bam. Crispy Chicken Sandwich. War das wahrscheinlich mal, gehe ich von aus. Hört sich schon mal sehr, sehr lecker an. Wir sehen, jetzt haben wir hier einen Großteil auch schon wieder erobert. Sehr gut. Ha, sehr schön. Hier vorne haben sie jetzt alles aufgemacht hier, ne? Die Kaffee hat eine Menge ihrer Vorräte in Willows Diner gebunkert. Jetzt, wo du ihn gesichert hast, können wir diese Nahrungsvorräte in Monaten in Philadelphia zukommen. Richtig. Ich muss mich bei dir bedanken, Brady. Kein Ding. Ich mach das gerne. Ist ja auch wichtig, dass wir uns da um die Bevölkerung kümmern, ne? Alpha, hier spricht Will. Diese Transportfahrzeuge in Holloway hat sich erledigt. Es waren nur ein Fahrer und eine bewaffnete Wache. Ah, okay. Die Norks haben heute also Walkers Verhandlung angekündigt. Verhandlung? Das setzt die Wirklichkeit voraus. Ich denke mir, dass diese Bastarde nicht mal ein Wort dafür haben. Das Ganze ist ein Witz. Aber wer zuletzt lacht, lacht am besten. Hm. Wir beim Widerstand lassen uns diesen Scheiß nicht gefallen. Ist das so? Das ist echt ganz cool. Er ist zu wichtig für die Norks. Wenn sie ihn haben, haben sie ein verdammt guter Vorbot. Richtig. Wir werden ihn finden. Ja, ist halt so krass. Nicht zu sehen, dass, dass halt nebenbei immer wie so die Story weitergeführt hat, ja. Mal gucken. Ich kann den jetzt hacken. Will ich aber nicht. Warte, obwohl doch, das könnte man machen. Freunden Sie die Straße. Diese Einheit ist nun autorisiert, tödliche Gewalt anzuwenden. So. So, jetzt brennt er. Gleich fliegt er in die Luft. Sehr schön. Den hole ich mir gleich mal die Sachen. So. Oh, da kommt schon irgendeiner. So. Kurz mal hier mit dem Messerchen. Wer soll hier runter vom Boden? Echt? Ist hier noch irgendwo einer? Ich würde sagen, hier sollte eigentlich keiner großartig sein. Das ist auch schon zerstört. Das könnte man noch zerstören. Ansonsten hier hinten in der Ecke bin ich sehr, sehr wenig gewesen. Hier gibt es halt nicht viel zu holen, ne? Deshalb. So. Gehen wir einfach mal weiter. Gehen wir zum Missionsziel, würde ich sagen. Ah, mach du einfach mal die Einrichtung kaputt. Das sind die Gegners. Ihr macht hier die Nox. Ah, sehr schön. Die ganzen. Oh, da hinten. Okay. Wieso soll ich denn da hinten hin? Ist ja komisch. Gut. Ach ja, stimmt. Das ist ja dieser Stützpunkt. Greifen wir jetzt also den Stützpunkt an. Ja, Speicher, sehr schön. Vielleicht, aber nur vielleicht sollte ich das hier machen. Ich muss ja einen Rucksack erwischen, ey. Verdammt. Der wird echt übel. Ah, die haben wir, okay. Oh, verdammt, verdammt geworfen. Das war nicht gut. Schick mal. Hab ich ihn? Dann mal down. Übel, ey. Ah, da drüben sind so viele. Hier, wo sind die ganzen Typen, wenn man sie braucht, ha? Der hat garantiert irgendwas Cooles dabei. Haben sie immer. Die haben immer was dabei. Oh, verdammt. Übel. So, schnell das hier craften. Kann ich davon? Nee, kann ich nicht. Okay. Wo ist der? Yeah.
jetzt guckt es an. Hier ist noch einer. Übel. Ich muss erst platt machen, das geht so nicht. Oder wir könnten eigentlich jetzt schnell versuchen reinzurushen. Oh verdammt. Aussteigen. Bitte aufheben. Genau so und jetzt das. Genau, jetzt Waffe wechseln. Das ist schön. Da hinten muss ich ihn nicht, glaube ich, brauche auch Sprengstoff dafür, von daher passt sich das gerade. Dass ich hier bin, glaube ich zumindest. Bin mir noch nicht ganz sicher. So, schauen wir mal. Können wir hier rein? Ja. Was, wie jetzt nicht gesprengt? Oh Mann, ey. Das gibt's doch nicht. Ohne Witz, ihr seid alles Arschkrampen. Ich muss das halt mit einem Sprengsatz kaputt machen. Scheiße, ey. Das ist nicht das, was ich vorhatte. Eine Waffenkiste? Nee, natürlich nicht. Ich habe diese verkackte Armbrust dabei. Also, kacke ist sie eigentlich nicht, ne? Sie ist eigentlich echt gut. Ich habe auch kein Midi-Pack mehr. Oh, werde ich gleich down gehen. Scheiße. Irgendwas, was ich craften kann? Nein, natürlich nicht. Ah ja, kommt schon der große Typ, ey. Kacke. Ich wusste es. Ach, Mist, ey. Jetzt kann ich nur wegrennen und hoffen, dass ich vielleicht irgendwo Einzelteile finde. Um was zu craften. Aber ich sehe hier nichts. Oh, vielleicht hier. Vielleicht haben wir Glück. Mal gucken. Muss doch gehen. Ach, immer noch nicht. Schnell rein, los, komm. Die folgen mir nämlich nicht. So, schnell hier hacken. So. Puh, übel. Sehr schön, los, halten, halten. Oh, Scheiße. Himmel Brady. Sie haben alle getötet. Diese armen Bastarde. Mhm. Das haben sie nicht verdient. Aber nicht nur einfach getötet, ey. Und die Informationen über Walker sind auch verloren. Warum sollten sie so etwas machen? Wussten sie, dass wir kommen würden? Scheiße, was für ein Chaos. Gib dir nicht selbst die Schuld dafür, Brady. Du hast alles in deiner Macht Stehende getan. Wenigstens haben wir jetzt Alston auf unserer Seite. Du solltest dich auf den Weg zur U-Bahn machen. Parrish will dich sehen. Hoffentlich weiß er, was als nächstes zu tun ist. Naja. Allzu viel glücklicher macht einen das auch nicht, finde ich jetzt. Oder? Also, das kann einen ja nicht glücklich machen, dass man hier praktisch jetzt, dass die jetzt alle draufgegangen sind. Vor allem nicht nur einfach draufgegangen, sondern die wurden ja regelrecht hingerichtet. Hier spricht Burnett. Das mit Nets Jungs tut mir leid. Ihr Tod verletzt alle Konventionen zur Behandlung von Gefangenen. Tja. Aber es bedeutet auch, dass dieses ganze Blutvergießen umsonst war. Da hat er recht. Wenigstens kann ich mit den Vorräten, die du mir gebracht hast, viele Leute behandeln. Sie werden keine Möglichkeit haben, dir zu danken. Darum mache ich das. Aber du solltest dich fragen, ob es das wert war. Ja, ist schon übel, ne? Wenn man sich das überlegt. Ja. Na gut, aber zumindest sind wir eigentlich nichts irgendeinem Schritt näher gekommen, sondern haben einfach nur ganz viele Leute in Gefahr gebracht. Wobei, naja, wir haben einen Stadtteil erobert, aber auch nur halb. Naja, dann soll es das mal gewesen sein. Bis dahin, euer Mel.